Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zum Bausimulator mit meiner Wenigkeit. Und guckt mal an, wen ich auf einem Straßenstrich gefunden habe. Was? Wer was? Ist? Wie? Was? Hä? Ich bin zurück aus dem Urlaub, ja. Grüße, Chef. Mahlzeit. Ja. Wie du siehst, Gebäude ist mittlerweile fertig. Und dass du nur eine Sekunde den Gedanken dran verschwendest, dass du hier überhaupt mal bezahlt wirst, ne? Ja. Ganz die Knicken. Ach, schade. So. Ja, Raststätte steht, hat man ja im letzten Part gemacht. Für alle die, die bei Stefan zuschauen, müsst ihr bei mir schauen. Genau. Und mal gucken, ob wir es beim nächsten Bauprojekt hinbekommen, dass Stefan mal über den gesamten Bau mit dabei ist und nicht immer nur beim Anfang. Ja, wir werden sehen. Was machen wir denn als nächstes? Ja, wir machen bei der Bürgermeisterin weiter. Bei der Bürgermeisterin gibt es da Burger? Da gibt's Burger. Und wir machen die Mission ein Dorf auf Abwägen. Wir bauen eine Umgehungsstraße. Oh. Und ich würde ja Mittel machen, wenn ich es alleine mache. Wir machen natürlich hoch, weil wir es ja zu zweit machen. Stefan. Ist hoch, ja. Wir machen das ja zu zweit. Ne? Und es sind auch diesmal nur 6 Bauabschnitte. Also von daher schauen wir mal. Ja. Und es gab ein neues Update, ne, für den PC. Und es gab ein Update am gestrigen Tage. Das ist korrekt. Und die Ampelphasen wurden verkürzt. Sehr gut. Steigen Sie ein. Ja. Ah, so. Kurz gucken, wo der Spaß hier stattfindet. Hier. Wir können ja mal hinfahren. Es soll ja schneller gehen jetzt, ne? Ich bin ja dabei. Ah, sehr gut. Gang einlegen, nicht vergessen. Kuppeln, ne? Und die Lichtverhältnisse sehen besser aus, finde ich. Ist mir jetzt ehrlicherweise gesagt nicht wirklich was aufgefallen, aber wenn du das sagst. Ein bisschen halt, ne? Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich heute Vormittag noch im Singleplayer für mich ein paar Folgen aufgenommen habe. Ich dann noch so ein bisschen in Erinnerung hatte, dass das so ein bisschen komisch aussah. Aber gut, ne? Jetzt haben wir alles. Ich sage, ist ja gleich um die Ecke hier. Ein Kilometer, ja? Ja. Ein Träumchen. Umgehungsstraße. Eine Umgehungsstraße. Ich bin selber gespannt, was daraus wird. Fähigkeit. Oder wie viel man einen Boden noch separat mit verlegen müssen, was eigentlich gar nicht mit dem Straßenbau zu tun hat, hinzubeten. Ja. Landschaftsgestaltung. Oberboden abtragen, Randy. Das wird unsere Spezialdisziplin. Da sind wir richtig Profi drin. Habe ich gehört. Hat ja beim letzten Mal schon mal besser geklappt. Ja. Ja, das stimmt, ne? Man lernt ja auch. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon einige Stunden im Game. Wie fährst du jetzt insgesamt? Genau, um über 30 knapp oder so. Bei 60 mittlerweile. Ja, da vorne, oder? Ja, wir müssen aber auf die andere Straßenseite. Das kommst du von hier aus wieder nicht. Ja. Boah, Alter. Ich verinnere sich, ich sehe das Übel da draußen nicht. Ja, besser ist so immer. Der Spiegel war auch schon ab. Alles ersetzbar. Na klar. Solange der LKW nicht drauf liegt. Aber die Performance ist immer noch Multiplayer, so teilweise mit den KI-Fahrzeugen, mal ein bisschen ruckelzuckel. Ja? Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber so leicht. Oh, guck mal, da weckt eine Tanke hier. Ach, deswegen bist du dann gefahren, weil ich die Tanke freischalten wollte. Na, eigentlich nicht, aber ich muss ja dann auch hier 25 mal extern tanken, ja. Um diesen nächsten Abschnitt da hier, diese Aufwertung da zu kriegen. Ja, stimmt. Oh. Muss ich aber mal in der Außenansicht, dann sehe ich ja nichts. Von der Kasse 2 habe ich gehört. Ja, das ist mit so einem riesen Trailer manchmal schwierig. Ja, ist richtig. Ganz so einfach. Gerade so ein Rumgeschleiche hier. Ey, kommen wir denn hier zur Hölle drauf? Ja. Wir waren ja vorhin schon richtig. Ja, nee, also wir sind jetzt schon richtig, aber ich muss ja an der Absperrung vorbei. Ach cool, wenn du die Autos anfährst, sind die direkt, direkt gespawnt. Also die despawnen nach der Zeit, ja, dass sie dir nicht im Weg rumstehen. Oh gut. Ah.
Weißt du, wie viel Asphalt wir auftreiben müssen, oder nicht? Wird ein bisschen was. Mal ein paar Silagebahnen kann ich noch mitnehmen für die Hofbergmann. Ja, bringst du dich in Fahrbahn mal wieder Hofbergmann? Ich habe gesagt, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Bausi und dann gehen wir weiter. Gehen wir mal wieder. Ja. Schön. Ich glaube, wir hätten doch hier vorne durchgegangen. Schade, wenn nicht. Ja. Ja. Tja. Ja, haben wir uns schon mal die Baustelle halt schon mal angeguckt, ne? Ja, ich mal dazu, will ich nichts wissen, diese. Nö. Ja. Na, gucken wir mal, was die Dame so will. Durch die nahegelegene Brücke am Fluss wird dieser Ort häufig durchfahren, sehr zum Leidwesen der Bewohnerinnen und Bewohner. Es liegt mir am Herzen, den Menschen wieder mehr Ruhe zu bringen, denn ich bin in einem ganz ähnlichen Dorf aufgewachsen. Es war mir daher auch wichtig, dass deine Firma diesen großen Auftrag übernimmt. Der Bau einer Umgehungsstraße ist kostspielig, aber wohl der einzige Weg, das Problem langfristig zu lösen. Ja, köstlich. Was da erkannt? Umgehungsstraße. Ja, das Abtragen. Hast du ein neues Fahrzeug gekauft, Randy? Naja, aber wissen wir, sehe ich das richtig, die komplette Fläche bis da hinten abtragen? Ja. Ja, doch. Sportlich, würde ich sagen. Aber da wir ja ein paar alte Hasen und Profis sind, ja, wobei, so viel brauchen wir gar nicht machen, ne? Das ist wieder in der Mitte hier, ne, der Kram. Ich würde sagen, wir machen wieder dieses Prinzip, was wir beim letzten Mal auch schon gemacht haben. Das hat sich für gut bewährt. Das hat sich an sich gut bewährt. Liebherr hatten sie gesagt, ne? Ja, Liebherr Beste, ja. War Liebherr Beste, das war der PR 736, ne? Ja. Dann die Raube. Ja, gibt ja noch eine davon. Gibt's noch eine, gut. Gut. Zweimal gekauft, steht am Händler, der bei uns noch näher ist. Sehr gut. Also, der wäre großartig. Jetzt Auftrag hier. Umgehungsstraße. Wer denn? Ach, da. Eisen. Auch der Tagwechsel finde ich jetzt besser. Das ist mir so ein Ruckeln teilweise. Also ich hatte das auch teilweise. Ich hatte es mit Ruckeln nie gehabt. Echt nicht? Ganz leicht teilweise, wenn ich die alle Lampen an hatte, also mit mehreren Fahrzeugen. Ja, gut, dann ja. Wenn das alles auf jeden Fleck stand. Warte mal, ich würde sagen, wir schieben von rechts nach links, ne? Weil ich sie sind hier davor, links. Ja, vor, weiter. Richtig. Ich falle mal ein bisschen vor hier mit dem Transporter. Machen sie das. Ah, ein bisschen Stau hier vorne. Das ist ganz im Weg. Warm Lika an hier. Ja. Ja, gut. Darf anfangen, oder was? Du sollst anfangen. Naja. Also schieben wir nach rechts weg, ja? Ja, links, da links. Müssen wir mal von der einen auf die andere Seite schieben. Ja, stimmt. Schieben wir das doch. So. Das ist direkt mal ein bisschen gucken. Ah, das müsste euch passen, ne? Ja. Ab geht der Pedal. Na, gucken wir mal. Wir sind ja wieder schon raus. Die Tüten sind auf jeden Fall ewig unterwegs. 1%. Na klar, dass sich das Bild zieht. Ist klar, wenn du jetzt schiebst die Sachen wieder weg zur Seite, dann geht er wieder ein bisschen fixer. Du kannst ja fast eine Postkarte schreiben hier auf dem Weg. Bei einer Bahn.
schlecht, würde ich sagen. Wir können das Ding eigentlich auch drehen, wenn wir da hochfahren. Ne? Das ist einfach so gut. Ja, wo ist eh fast so, ne? Fahr du mal vor, ich nehme die nächste Bahn, weil du gerade schon so stehst. Also dann sind wir echt schon so ein paar Bauprofis, ne? Na, ja. Ja, löben Tag nicht vor einem Abend, ne? Ja, das kann doch noch eine komplette Katastrophe werden. Hier habe ich das erste Mal auch, ne? Letztens mal getestet. Ich habe mir ja so die Trustmaster-Dinger geholt. Dieses Duo 16.000, ne? Die sind ja ganz gut, weil auch vom Preis her letztens mal im Angebot. Und dann habe ich die Flight Sim Pedals noch angeschlossen. Du kannst ja auch teilweise Sachen mit so einer, ja, mit solchen Dingern fahren, ne? Halt mit solchen Pedals quasi. Und das hat auch funktioniert. Also war ich sehr überrascht. Also du kannst ja echt alles anschließen, was USB ist, ne? Oh, okay. Ja. Du kannst es halt wie ein reeller Kran oder Raupe fahren oder so auch. Ist echt nicht schlecht. So, ich schiebe es mal aus. So, bitteschön. Also ich will. Achso, ja gut, ich hätte hier auch. Ja gut. Beim nächsten Mal. Mal der Hälfte. Ja. Das sieht auch optisch gut aus, ne? Also. Das sieht sogar optisch gut aus, ja. Wenn man jetzt diese Übersicht da quasi macht, das hat ja nicht was anderes gemacht. Mit dem Cat bin ich letztens auch nochmal wieder gefahren. Hier mit dem Caterpillar. Da kannst du halt Sachen schnell von A nach B schieben, ohne wenn du jetzt was planieren willst. Das ist eh ein Ding, was ich bei der Ehenstraße da genutzt habe, oder was? Wo wir das mit den Kies gemacht haben? Nee. Nicht diesen Grader, sondern also. auch hier so eine Planierraupe, aber diese große, wo wir noch so Probleme hatten. Ach so. Da kannst du halt Löcher schnell zuschippen, wenn du dann noch ein bisschen Erde an der Seite liegen hast oder so, ne? Da kannst du richtig krass Gas geben damit. Aber hier zum Planieren ist die echt am besten. Weil ich drehe jetzt gleich mal direkt da hin. Ui. Wieder 60%, ne? Komm
65%. Und 19% insgesamt. Ja, mal zu sagen, ja, gut. Ich sehe mal, der Auftrag, der geht schneller. Du hast echt hochgenommen. Ich habe hochgenommen, ja. Also, ich kann nur noch mal checken, aber Auftragsvolumen, ja, 1,4 Millionen. Ist jetzt auch nicht so viel, da haben die anderen Aufträge mehr gebracht. Ja, aber wenn du überlegst, dass wir die Aufträge normalerweise, wenn du die alleine machst, ne? Na ja, gut, ja. Zu zweit geht's halt im Sommer besser. Ich hab richtig mittig gefahren, jetzt hab ich ja richtig große Berge gebaut. Aber es geht trotzdem gut voran, weil du jetzt wieder nachschiebst und dann passt das. Ich weiß gar nicht, wird das überhaupt auch in der Realität so gemacht oder ist da wirklich nur ein Planierfahrer am Start? Ich denke auch schon, dass die mehrere Maschinen haben, je nach Größe des Unternehmens, ne? Genau. Ich da jetzt nicht so. Ich muss hier den Holzhammer fragen, Markus. Der ist ja auch schon drauf. Sieht ja auch besser aus. Boah, war es auch so warm bei dir heute? Ja, ja, und erst war in ganz Deutschland. Was soll denn das? 20 Grad, Alter. Ich dachte, wenn ich irgendwo sterben. Sag mal, ich freue mich ja, dass es warm ist, ne? Aber dann ist trotzdem maximal belastend. Also mein Kopf sagte heute, nee. Ich habe so Druck auf dem Kopf heute, ne? Aha, als hätte ich wegen der Wärme. Eingeschädelt immer. Naja, mit 40 wird man empfindlich. Ja, ist halt so, ne? Wetterfühlig, dies, das. Naja. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert heute, die sagte auch, du bist alt. Ja. Hab mich gefreut über das schöne Wetter. Ja, Wetter war ja super, ne? Ich habe auch ein bisschen rausgesessen. Und, war halt auch cool, ne? Aber irgendwie. Also, hat der Körper das nicht so verarbeiten wollen, weißt du? Von kalt auf warm, ey. Abartig. Ja, du wirst einstellen, ne? Wobei mein Biorhythmus auch momentan richtig gut ist. 4-5 Stunden schlafen maximal. Oh ja. Wie hat mich der Stream von Samstag auf Sonntag irgendwie rausgehauen? Ich habe bis morgens um 6 gestreamt. Ah ja. Mag ja alle, wollte ich unbedingt durchzocken, weißt du? Waren wir das Ende, aber es hat Spaß gemacht. Ich muss mal langsam Death Stranding mal durchspielen. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber sind wir schon die letzten Kapitel? Ich habe jetzt alles quasi verbunden mit dem Netzwerk. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Auch letztens so einen epischen Battle gehabt. Da kommen bald wieder geile Story-Games raus, ne? Uncharted für den PC und so weiter. Oh, wir sind fertig, Randy. Ey, Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Und wie schnell das ging, ne? Also, ja. Sag mal, gute Viertelstunde haben wir uns gebraucht. Naja, du setzt immer zurück die Fahrzeuge dann. Ne? Naja. Gut. So. 92.000 dafür bekommen. Kies liefern und verteilen, Kies liefern und verteilen. Gut. Oh. Eine Maschine habe ich schon da, die ist für Sie. Ja. Also hier den Muldenkipper Scania, ne? Den müsste Scania sein. Ja, nehme ich. Nehmen Sie den mal. Am besten ist aber wirklich der große Caterpillar für Kies auf jeden Fall. Aber da wir ja hier auf einer Dingens-Map sind, weiß ich nicht, ob du den drauf haben willst. Ach, den habe ich ja schon benutzt, das ist es nicht. Schade halt, den noch von Scania geholt, weil die Leute stehen jetzt auf Scania. Ja, ist ja auch beliebt halt, ne? Ja. So, wir brauchen auch gar nicht so viel Kies aufbringen, weil den Rest kannst du richtig schön schieben, also das geht schon recht gut. Mhm. Guck mal, schön gespawnt hier mitten auf der Hauptstraße. Ja. Sie müssten durchkommen. Ja. Weil sonst blockieren wir halt die ganze Zeit den Verkehr, ist auch nicht gut. So meinst du. Ja, gut. Ich fahre halt hier lang. Ja, oder so. Ist auch eine Möglichkeit. Ach so. So. Es ist nur partiell, wo wir was machen müssen, ne? So kleine Stellen hier nur, guck mal. Nicht viel Kies. Ist nicht viel Kies? Ach, lass mal, hol dir keinen mehr. Nee, wenn es lohnt sich, das sind zwei kleine Stellen, glaube ich. Warte mal. Da kannst du schon mal platt machen hier. Ich befülle das Ding immer. Guck mal hier, da vorne und hier. Das sind zwei kleine. Muss ich nicht mal. Einmal hier müssen wir da rein. Guck mal, wie schnell das geht. Lass einmal mit der Raupe drüber und bist du fertig. Mach das andere Ding auch noch voll und dann gib ihm.
vielleicht 10 mehr ganz reichen, aber... Einmal muss ich ihn mal voll machen, aber was dann? Jede Menge Kies, Leute. Naja, ich drück das hier eher weg wie alles andere. Echt? Naja, ist ja weniger geworden, wie du siehst. 80% ist bei dir. Das ist es bei mir? Nee, ist bei dir. Nee, du... Klar ist das bei dir. Echt? Na, warte, ich hab ein bisschen Kies. Ich will grad sagen, ich verdräng's hier, siehst du, 50% nur noch. Ja, warte, ich mach mal. Gut, 2 Ladungen Kies, war jetzt nicht, ist jetzt nicht so viel, ne? Ja, ich würd sagen. Diese fährst drüber, zack, hast du noch 49%. Ja, verdichtet irgendwie oder so. Oh, das ist doch nochmal alles hin. Geht ja schnell, ne? Jo. Ja, gut. Raketenbereich räumen. Immer noch. Immer noch? Ja. Kommen wir von dem Ding wieder weg hier? Ah ja. Na ja, klar. Oh. Oh, Verdichtung des Todes, Randy. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber klar, ne, man kennt's ja, man macht so 2-3 Häufchen, ne, zack. Ne, das Übliche. So, die Bomag-Walze gehört Ihnen. Bomag, ja, die nehme ich. Ach ja, köstlich, ey. Ist echt Arbeit für Dullis, ne? Nein. Ach, herrlich, herrlich. Ja, ein Schluck. Ah, so. Oder das wird Hass jetzt. Weil ist auch gar nicht lang. Aber, nö, aber gut, wer weiß, wie schnell das wieder vorangeht. Aber was ich nicht verstehe ist, es ist so eine große Fläche. Hm. Sonst musst du Tonnen von Kies ranfahren, ne? Obwohl das eigentlich ein ganz kleines Loch ist, ne? Aber bei diesem Ding hast du ganz wenig, und aber musst die ganze Fläche jetzt verdichten. Sollte man vielleicht nochmal anpassen. Aber gut. Sei es drum, ne? Wir sind mal mit denen zufrieden, was wir haben. Ja, können sie eh nicht ändern. Okay. Aber es ist echt ein läscher Auftrag, würde ich sagen, ey. Vor allem auch mal was anderes außer Deckenelemente platzieren und so weiter, ne? Die Kran-Dinger sind echt immer die nervigsten. Es geht eigentlich, also. Selbst mit dem Beton-Ding komme ich gut klar. Ich bin mal gespannt, ob die den Ding schon gefixt haben, den Drehbohrturm. Der war ja auch absoluter Abfuck. Also. Den haben wir auch schon mal genutzt, bei so einmal bei so einem Verkehrsbrücke, die ich gebaut habe, eben bei USA. Und dann nochmal bei irgendwas. Das war echt absoluter Sackgang, ey. Ach, 5% schon. Köstlich. Lülülü. Tempomat fehlt hier noch bei manchen Geräten. Wäre noch angenehm. Ja. Einer hat geschrieben, die könnten immer VCA einbauen. Natürlich. Bauen wir LS-Mod-CA ein in den Bausimulator, Leute. Richtig. Kommst du den gleichen Weg, oder? Ja, ich komme den gleichen Weg. Okay, entweder wird auch per irgendwas abschätzen oder auf der anderen Seite einfach. Ah, ich fahr vor mir hin, ne? Warte. Den ganzen Spaß asphaltieren wird auch lustig. Wobei. Aber wenn ich sehe, Alter, wir machen jetzt 2 Reihen, haben schon ein Viertel voll, ne? Ja, du bist hier. Aber ich glaube, der Auftrag hätte auch auf Lowerdings gerade mal so 100 oder 200.000 gebracht oder irgendwie so. Echt? Also scheint echt eine relativ
Was ich eigentlich nicht verstehe, weil normalerweise so diese Aufträge bauen ja aufeinander auf. Und dann denkst du ja, okay, es wird dann immer schwerer. Yeah. Jetzt hast du halt am Ende des Tages so ein Dulli-Ding hier. Ja, das habe ich aber auch mal gehabt bei irgendeinem. Da war auch irgendwie so eine Straße bauen oder sowas. Das war auch relativ wenig Aufwand. Ich glaube, eine Stunde habe ich gebraucht alleine. Mhm. Weil wir brauchen vielleicht hier maximal, lass es so 35 Minuten, vielleicht sogar 40 Minuten sein. Löbt. Ja, da sitzt er wie Affe auf dem Schleifstein. Ey. Hm. Tja, da haben wir schon fast. Ey. Wir haben ja schon über die Hälfte von dieser Umgehungsstraße fertig. Kommt gleich nur Asphalt, dann nochmal mit den Asphaltwalzen drüber und dann sind wir fertig. Dann müsste es eigentlich gewesen sein. Ja. Ich hoffe, dass die irgendwann nochmal einen Fahrbahnmarkierer reinfixen oder reinpacken als DLC oder so. Das würde ich echt feiern. Weil das mit dem Straßenbau macht schon Spaß, finde ich. Ey. Das ist immer was anderes. Maße nicht langsam. Ja, ist echt nicht schnell, ne? Nein! Das sah gut aus, das sah sehr gut aus. Drahtseilakt, ey. Einfach noch Vollgas, ne? Du gehst nicht auf die Bremse, ne? Nö. Bleib halt einfach. Einfach nur. Einmal lenken, fertig. 61% René. Ey, Wahnsinn. Also, ich denke, diesmal werden wir einen Auftrag gemeinsam abschließen können heute. Ja. Ja, heute vielleicht nicht, aber mal gucken. Aber ja. Spätestens morgen. Aber das wird mal der erste gemeinsame Auftrag sein, den wir abschließen. Ne? Sehr gut. Nee, auf weitere Zusammenarbeit. Ich warte auf hohe Lohnzahlungen, ja. Das ist ja das Wiedergutmachungsarbeitsauftragsgedöns, so. Ja. Na gut, dann gehe ich wieder in den Urlaub. Wirkst mir. Oh Mann, ey. Die Leute haben schon mal gefragt, wann wieder Folgen mit uns kommen. So, ja. Bei mir lass nicht. Den ganzen Hate habe ich wieder abbekommen. Zu Recht. Ich habe mich ja rechtzeitig abgemeldet. Ne? Ja, das ist korrekt. Aber ich finde es halt geil, wir quatschen in der Nacht, du sagst, ne? Ja, ich weiß. Narrend. Ich sag Stefan, alter Narrend, das ist nicht Narrend, aber ja, ne? Nur, dass du dann sagst, nee, ich habe ja einen Termin. Ja, ich habe einen Termin gehabt, da wäre ich aber eigentlich um 16 Uhr raus gewesen. Aber der ging, aber halt, ging halt länger, ne? Ja. Ich hätte gesagt, Junge, ich muss auf den Bau. Ja, das wäre auch geil. Aus Gründen nicht. Ja, ich weiß, das wäre ja geil. Ey, wir müssen jetzt aufhören, ich muss auf den Bau, weißt du? Ja, ich muss aber zwei Job machen. Und danach muss ich noch putzen irgendwo. Nicht zu vergessen, bei McDonald's an der Kasse stehe ich auch noch. Achso, in Köln bei Burger King. Wo sie jetzt alle Filialen irgendwie fast geschlossen haben, da, wo der Dingens war. Wie hieß der? Der Franchise-Nehmer, genau. Ja. Von den Franchise-Nehmern haben sie doch ganz viele Sachen dazu gemacht. Ich hatte mir auch die Doku da angeguckt. Wie heißt denn der Typ hier, der das immer macht? Wallraff meinst du? Nee, Wallraff. War es Wallraff? Team Wallraff war die Doku, ja. Ja, stimmt. Der Franchise nehmen wir genau nicht, wie der hieß. Burger King arbeitet ja nur mit diesen Franchise-Dingern. Ja, das sind ja alles eigenständige Unternehmer halt. Das ist ja bei McDonald's teilweise auch so, obwohl McDonald's eine eigene Filiale hat. Ja, ja, klar. Aber Burger King hat ja 100% Level Franchise nehmen. Ja, ich glaube auch mittlerweile. Nee, ich glaube, die haben noch einen gewissen Anteil. Also fertig werden die. Traum. Ja, Wahnsinn. Ja, köstlich. Asphalt auftragen. Auftragen, Asphalt verdichten. Ja. Also Asphalt. Soll das hier unsere Abgrenzung sein zur Mittelspur oder was? Wahrscheinlich. Sehr wild. Gut, kurve ich mal das Zeug. Ja. Dann ein Kipper reicht, ein Asphaltkipper, wa? Ja, wollen Sie die große Maschine fahren? Ach, mir ist das egal, Randy, ich bin da sehr pflegeleicht. Sie sind da sehr pflegeleicht, ne? Mit 40, ja. Ne?
So. 41, bitte. Ja, von mir aus. Irgendwann gibt es ja auch noch so Asphalt, so Kaltfressen und so ein Schnulli. Also irgendwann muss man auch mal eine alte Straße abtragen. Das habe ich schon gemacht. Also. Wir haben jetzt auch ein Skript hinzugefügt, dass man das auch alleine machen kann, weil vorher war es ein bisschen schwierig, das alleine zu machen. Okay. So, das große Ding steht. Mhm. Brauche ich jetzt nur noch. Wo steht denn das? Ding, am Händler, wie immer. Ach, der Schwarzdecker hier. Schwarzdeckenfertig von Vögeln, ne? Mhm. Wobei der nicht so toll ist, der bleibt manchmal ein bisschen hängen. Mhm. Teilweise. In den Ecken, wenn du Ecken mit dem machst, ist nicht gut. Aber da sollte es gehen, auf jeden Fall. So, da sind wir doch, meine Damen und Herren. Endlich schon mal wieder Asphalt machen. Da komme ich gar nicht durch. Machen Sie Platz. Ich bin Arzt, ich muss da durch. Fahr mit deinem komischen Mondeo da. Belastend. Willst du das noch mit Asphaltkipper vollkippen, oder? Ja, bin dabei. Bin dabei. Warte mal, die Kante hier. Nee, du hast halt Probleme bei dem Ding, finde ich zumindest, wenn du so welche Bordsteinkanten hast, weißt du, und dann da lang also, machen musst, da bleibt der ab und zu mal hängen. Wir fahren das Ding mal aus hier, ne? Diese Bohlen, aber von der Breite her ist ja schon echt gut, das stimmt. Da kommen sie ran auf den Meter. Achtung, wir sind fertig. Oha. Immer ran damit. Sind wir rennen. Ist nicht über die. Ja, genau, warte mal. Oh, der kippt relativ langsam. Ja. Also diese so eine Art, weiß ich nicht, Trichter oder wie auch immer. Na gut, selbst da könnte mehr durch, aber macht's halt trotzdem. Ja, ist wie so ein aber gut, du hast doch einen Haufen Volumen. Ja, ja. In der also Aufnahmevolumen hier drin. Ja, ja, klar. Das ist richtig krass mit dem Ding. Das stimmt. Der fing der voll. Ja, der hat ja von der Lena aufgeschrieben. Ja, voll. Dann würde ich sagen, let's go, ne? Okay. Ah, cool. Wollte mal zweimal die Taste drücken, damit der überhaupt was macht. Na gut. Ui, guck mal. Kannst du ja gleich direkt hier, Asphaltwalzen, ja. Ja. Ja, gut. Bam. So, nö. Boah, 4 km/h, Randy. 4 ganze? Ja. Hm. Köstlich. Ist schon wieder alle das Ding, lol. Was? Ja. Moment. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auch nicht. Später fragt man sich immer, woran hat sie hier liegen, ne? Mhm. Ich kann das auch kurz machen, warte. Bin doch schon wieder dran. Ja. Das bitte Dings jetzt? Ja? Nein, Madland. Ja, ja. Oh, leer. Ja. Tja. Oh, verrückt. Doppelte Ausbringmenge aktiviert. Ja, ja, so gefühlt, ne? Da werden wir ein bisschen was brauchen, würde ich sagen. 2, 3 Schubkarren brauchen wir noch. Schubkarren vor allen Dingen. Ja. Die andere Seite muss ja auch noch, ne? Die muss ja auch noch gemacht werden. Logisch schon, ja. Ah, shit. Ja, machen sie erstmal. Ja. Gut. Abfahrt. Das war echt viele immer.
Ist pro gefahrenen Meter verbraucht er da richtig ordentlich? Dann schmilzt er weg wie nichts. Ja. Ich glaube auch, das ist ja glaube ich auch das Prinzip da. Krieg mal das hin. Hä? Hallo, bleib doch. Der bleibt nicht oben, der Dulli, warte. Rückwärts hier. So. Na. Was kriegen wir hin, Mündi? Was meinst du? Naja, ich fahr, sie fahren. Verstehen Sie? Ja. Dass das so dauerhaft Nachschub hat, ob wir das hinkriegen. Ach so, und der Tempomat eher schwierig. Ja, ich glaube, der kippt auch nicht während der Fahrt. Guck mal, ob du fahren kannst jetzt. Ja, sie müssen dann auch fahren, ne? Also auf 3. 1, 2, 3. Ja, zu früh, verdammt. Ja, bist ja die scheiß Animation hier. Komm, nochmal. Ja, fahren Sie einfach mal auf mich zu. Das richtig koordiniert kriegt und sagen wir mal ein Dings hat, aber das ist EIGAF, Alter. Nee, komm, lass sein. Ja, ja, wollte gerade sagen, das ist ja EIGAF, Junge. Wir haben ja eine Tempomat-Anzeige irgendwie da, ne, im HUD, aber ich habe noch keine Ahnung, wie man den anmacht. Gibt's den? Stimmt, dann haben die mit eingebaut. Ja. Mal auf Einstellungen und auf Steuerung. Mal gucken, ne. Tempomat. Heißt wahrscheinlich wäre komplett anders. Mich würd's nicht wundern, sagen wir es mal eher so. Ja. Aber nö, hier reparieren, Funktion ein, aus, rundum leuchten, Warnblinker. Weil die haben es nur vorbereitet, kann natürlich auch sein. Dass sie die Animation. Kuppeln, ja, nichts. Nö. Ne? Nö. Ja. Oder nie, fahr mal weg. Sind schon wieder voll, ja. Die 5 Meter. Nö. Läuft ja erstmal. Aber ich sehe gerade, wir sind zeittechnisch gesehen schon gut vorangeschritten. Ja. Machen wir erstmal Feierabend für heute. Hören wir uns dann morgen wieder in aller Frische. Lassen ein Däumchen Abo da, wenn es gefallen hat. Und bei Stefan vorbeischauen und andersrum. Ja, bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss. Ciao.